Das ist natürlich ein spannender und nautischer Leckerbissen hier auch für uns als Nautiker. Ja, mein persönlicher Wohlfühltag startet tatsächlich heute Morgen um 3 und gemeinsam mit den Hafennotsen dann zusammen und meinem Team haben wir dann das Schiff hier sicher ins Trockendock gebracht. Das Ganze sah so aus, dass wir hier vorm Altona Terminal gedreht haben, einmal über den Steuerbord Bug und dann sind wir achteraus, also rückwärtig, die Landungsbrücken hochgefahren. Dann wurde es einmal richtig eng, denn wir sind einmal quer zur Elbe gestanden und dann gab es hinten noch ungefähr 15 Meter Platz zu den Landungsbrücken, also da konnte man auch ganz tolle Fotos machen und gemeinsam haben wir dann hier das Schiff ins Trockendock gebracht. Herausfordernd, aber mit dem richtigen Team ist das sehr gut zu meistern und zu absolvieren. Und ja, wie wir sehen, wir sind gut angekommen. Man spricht das im Vorhinein sehr, sehr oft durch. Man plant und auch als Kapitän liegt man dann abends nochmal im Bett und denkt, okay, hat man jetzt tatsächlich alle Dinge bedacht, die zu bedenken sind? Und wenn das Manöver dann erfolgreich stattfindet und man hier wirklich sehr professionell Hand in Hand auch mit den Lotsen zusammengearbeitet hat, dann ist das wirklich so ein ganz tolles Gefühl, dass wir hier ja sicher gemeinsam diese Mammutaufgabe gestemmt haben, dieses große Schiff in dieses kleine Dock zu bringen.